Wie ihr sehen könnt, läuft hier endlich das lang erwartete Horizon Zero Dawn, jetzt halt auch für eine PC. Sony hat sich da ja quasi erbarmt und auch eine PC-Version rausgebracht. Und Raff und ich und der Dave, wir benchen uns hier gerade die Seele aus dem Leib sozusagen. Der Dave macht CPU-Tests und Raff und ich, wir testen die GPU-Performance. Aber ich wollte jetzt auch einfach mal kurz zeigen oder sagen, was wir da schon herausgefunden haben. Die Grafik von dem Spiel ist wirklich absolut erstklassig. Also da hat Guerilla Games auch tatsächlich nochmal ordentlich was rausgekitzelt, so in Sachen Sichtweite, Texturdetails, Physikmodell für die Vegetation, Reflexionen sind verbessert worden. Also da ist eine ganze Menge neuer Kram drin oder beziehungsweise verbesserter Kram. Und das Spiel sieht mit Ultra-Details, die hier jetzt gerade laufen in 4K, sieht es wirklich absolut fantastisch aus. Ich mache schon auch mal gerade eine Änderung, die wir gleich am Anfang gemacht haben. Normalerweise behalten wir das Field of View bei, aber in diesem Spiel ist der standardmäßig auf 70 gesetzt, der Bildausschnitt. Und gerade bei so einem Open-World-Titel wirkt das alles ein bisschen einschränkend. Deswegen, wir haben den auf 90 gesetzt. Ich mache das jetzt einfach mal gerade. Also ist schon eine deutliche Verbesserung, einfach, dass man mehr von der Welt sehen kann. Wie ihr jetzt auch sehen könnt, regnet es hier gerade. Ich bin hier noch in dem Prolog sozusagen, also naja, nicht der Prolog, das ist, da spielt man ja die noch junge Protagonistin oder die noch deutlich jüngere Protagonistin. Hier sind wir so in einem Newbie-Bereich, sage ich mal, wo man so die ersten 8 bis 10 Levelstufen oder so verbringt. Ich habe das schon durchgespielt, ich habe ungefähr 4 Stunden gebraucht, schätze ich mal, sagen jedenfalls die Savegames auch. Also ist man hier so in diesem Bereich ist man relativ lange. Das sage ich auch, weil sich hier tatsächlich, hier ist noch kein Tag-Nacht-Wechsel aktiv, also das ist noch gescriptet. Hier kann sich nur das Wetter ändern. Wie ihr sehen könnt, regnet es gerade und stürmt gerade. Und das wirkt sich halt auch sehr cool auf die Umgebung aus, also auch die Vegetation. Für die Guerilla Games für Horizon Zero Dawn auch ein eigenes System entwickelt hat, also um die ganzen Gräser zu platzieren und sowas. Die werden durch die GPU prozedural platziert und es kommt darauf an, in welcher Vegetationszone das so ist. Aber ihr könnt sehen, das bewegt sich alles schön und das ist, glaube ich, auch eine Neuerung zu der PlayStation-Version. Jedenfalls konnte ich da nicht beobachten, dass der Charakter Auswirkungen auf die Vegetation hat. Und hier, wenn ihr durchlauft, seht ihr, dass sich hier die ganzen Büsche bewegen. Die haben jetzt also ein Physikmodell. Und ich bin mir relativ sicher, dass das in der PlayStation-Version noch nicht drin war. Ich habe sie natürlich nicht wirklich gespielt, aber ich habe ein paar Szenen gesehen und ich habe mir auch ein paar Technikvideos angeguckt und auch ein paar Interviews mit den Entwicklern gelesen, damit ich euch hierzu was erzählen kann. Zum Beispiel kann ich euch erzählen, ich leite mal kurz einen anderen Spielstand, wo man mal ein bisschen heller ist. Hier habe ich jetzt den Prolog sozusagen abgeschlossen. Man kann jetzt hier wirklich die ganze Welt bereisen, die wirklich verdammt groß ist. Also die ist wirklich gigantisch. Und wie gesagt, hier unten in dem Bereich, das hat mich gute 5 Stunden gekostet. Tatsächlich gespielt habe ich ungefähr 10, weil ich mir halt auch noch mal ein bisschen die Grafik angucken wollte. Und ich gehe jetzt einfach mal hier hin, weil hier sieht man es eigentlich ganz schön. Die Beleuchtung, die ist sehr schick. Sie erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed und das kommt auch nicht von ungefähr. Denn das System, das dahinter steckt, ist zumindest so von der Wirkungsweise ist es so ähnlich. Horizon Zero Dawn nutzt sogenannte Irradiance Volumes. Das ist, im Prinzip kann man sich das vorstellen wie eine dreidimensionale Lightmap, also eine vorgebackene Beleuchtung. Das ist hier aber in 3D sozusagen, also funktioniert es mit diesen Irradiance-Volumes und mit den Probes. Das hat außerdem ein Voxel-System für die ganzen Nebeleffekte und sowas. Und wie gesagt, die generelle Beleuchtung, die indirekte Beleuchtung ist vorberechnet und die Entwickler nutzen 4 verschiedene Sets, die sie dann überblenden können. Aber wie ihr auch sehen könnt an den Schatten, die sich hier so bewegen, die Sonne ist tatsächlich eine dynamische Lichtquelle, also sie wirft auch dynamische Schatten. Hier könnt ihr sehen, wie sie sich bewegen. Hier ist auch einmal eins von diesen
Longneck-Viechern. Ihr könnt auf jeden Fall auch sehen, wie schön die Beleuchtung mit den ganzen Details hier interagiert und wie hoch die Detaildichte in dieser Szene ist. Mit der ganzen Vegetation, wie gesagt, und auch die ganzen Ruinen hier. Also das ist wirklich sehr schön gemacht. Hier in dieser Gegend machen wir auch unsere Grafikkarten-Benchmarks. Die Benchmarks zeige ich euch gleich mal. Ich laufe hier nochmal ein bisschen weiter und zeige euch auch nochmal so ein paar Wassereffekte und so, die jetzt zwar nicht umwerfend sind, aber sie sehen trotzdem ganz hübsch aus. Und hier sind auch die hochauflösenden Screen Space Reflections drauf, die auch ganz schick sind. Was auch ganz nett ist, also wenn man die jetzt irgendwie aus dem Bild wischt oder sowas, dann kommt da anstatt der Screen Space Reflections eine Cube Map hin und da gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal für so große Flächen außerhalb und einmal für kleinere Räume innerhalb von Ruinen oder sowas. Und bei letzterem Fall, also bei den kleineren Flächen, können die Cube Maps tatsächlich auch perspektivisch korrekt eingesetzt werden. Also sie sehen da recht überzeugend aus, während die hier auf diesen großen Flächen ziemlich unpräzise sind. Ich habe da allerdings auch einen kleinen Fehler gefunden, gleich am Anfang von dem Spiel, wo man noch die junge Dame spielt, oder das Kind. Da kommt man in einen Raum und da haben die Entwickler eine falsche Cube Map drauf platziert. Da sieht man, wie sich die Wolken und die Berge widerspiegeln und das ist ein geschlossener unterirdischer Raum. Das wirkt also ein bisschen befremdlich. Aber das ist der einzige wirkliche Fehler, den ich gesehen habe bei den Reflektionen. Ansonsten sind die eigentlich ziemlich überzeugend. Bei den Screen Space Reflections sieht man ab und zu so ein paar kleine Artefakte, wo die halt so Aussätze haben. Ist ein bisschen auffälliger in diesem Spiel generell auch das Pixelflimmern ist einigermaßen sichtbar, also vor allen Dingen in der Vegetation natürlich. Da ist also nicht so ein ganz aggressives TA drin, das alles ganz weich zeichnet. Also die Grafik ist ziemlich scharf, sieht man auch hier ganz schön im Hintergrund, wobei das jetzt natürlich auch 4K-Auflösung ist und entsprechend hochauflösend. Das Spiel hat außerdem eine Auflösungsskalierung, die auf Wunsch auch adaptiv geschaltet werden kann. Und ihr könnt ja mal sehen, wir haben hier so knapp 45 bis 50 FPS. Wenn ich die jetzt also auf 60 ziehen würde, dann würde das Spiel jetzt intern upscalen. Das funktioniert ganz gut, also wir haben jetzt auf 60 FPS und die Grafik ist nicht deutlich schlechter geworden. Allerdings kommt hier nur ganz reguläres Upscaling zum Einsatz, also kein Checkerboarding wie in der PlayStation 4 Version, was ein bisschen schade ist, weil gerade das Checkerboarding PlayStation 4 Pro sah schon ziemlich überzeugend aus. Also das ist hier leider nicht drin, das ist also quasi ein Abstrich gegenüber der PlayStation Version, aber ansonsten ist die Grafik quasi in allen Bereichen deutlich besser. Und wie ihr vielleicht anhand der Performance auch schon so erahnen könnt, das Spiel ist ganz schön anspruchsvoll. Ich zeige euch jetzt mal unsere beiden Benchmarks. Wir haben einen für die CPU und einen für die GPUs erstellt. Für die GPUs natürlich eine grafiklastigere Szene und für die CPUs eine prozessorlastigere. Und wir fangen jetzt mal mit den Prozessor-Benchmarks an. Dazu begeben wir uns hier in das Dorf unseres Stamms. Hier ist so eine Prüfung, die unsere Protagonistin bestehen muss, um aufgenommen zu werden. Und das ist hier so die Szene davor. Und wie gesagt, hier ist auch wieder die Tageszeit ist wieder geskriptet und auch so die Beleuchtung und die ganzen Effekte. Also hier ändert sich eigentlich nicht viel. Beziehungsweise erst, wenn man halt in der Story weiterschreitet. Das ist zum Beispiel natürlich ganz praktisch. Wir laufen jetzt hier mal hoch. Bis zu dieser Brücke hier. Und dann stellen wir uns jetzt zwischen die Pfeiler. Wir müssen mal ein bisschen wegen dem Verkehr hier drauf achten, dass wir uns nicht verfransen. Aber das ist jetzt unser CPU-Benchmark. Und damit wir jetzt nicht nur die GPU-Leistung messen, müssen wir jetzt mit der Auflösung runter. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ihr könnt sehen, im Moment sind wir natürlich grafiklimitiert in 4K. Aber ihr könnt trotzdem sehen, dass auch die
Kernskalierung ziemlich gut ist in dem Spiel. Und wenn man die Grafik entsprechend runterstellt, dann geht die halt noch viel höher. Also die Kernskalierung ist sehr gut, die CPU-Performance ist auch gut. Und von unseren Benchmark laufen ja einfach den Weg entlang. Und zurück zu dem Lagerfeuer, in dem wir speichern können. Das ist hier und hier hört dann auch der Benchmark auf. Also das ist unsere CPU-Szene. Und jetzt zeige ich euch noch unsere Grafikszene. Ihr könnt hier oben auch schon mal darauf achten, wie sehr der Grafikspeicher ausgefüllt wird. Tatsächlich braucht das Spiel ziemlich viel Grafikspeicher. Mit 8 GB hat man schon kleinere Aussetzer in WQHD und UWQHD. In UHD bricht die Leistung dann teilweise ein. Und selbst mit der 2080 Ti hier, ich zeige euch das einfach mal. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich zeige euch noch einfach mal den integrierten Benchmark. Der zeigt ein paar wechselnde Szenen und daher steigt auch die Speicherbelegung und die Belastung ziemlich an. Und da kommt es tatsächlich öfter mal zu kleineren Rucklern. Also wir lassen die Einstellungen, wie sie sind, und starten einfach mal den Standard-Benchmark. Da sieht man auch noch mal ein paar andere Szenen. Ist ja vielleicht auch ganz interessant. Aber hier, wie gesagt, einfach mal auf den Speicher achten und auch mal auf die Frame-Times, weil wenn der überläuft, fängt sie an zu ruckeln. Mal sehen, ob das in diesem Run passiert. Aber ihr könnt schon sehen, es ist über 10 GB Belegung in 4K. Hier habt ihr die kleinen Stocker. Also 11 GB sind tatsächlich ein bisschen knapp für 4K. Also hoffen wir mal, dass die nächsten Grafikkarten vielleicht mit ein bisschen mehr Speicher ausgestattet werden. Zumindest die High-End-Modelle, das wäre schon gut. Aber es, im Prinzip läuft es. Also man kann natürlich auch noch ein paar kleine Details runterstellen, die Schatten zum Beispiel und die Texturauflösung oder wenn es sein muss, die Texturfilterung spart alles ein bisschen Speicher. Also das kriegt man schon zum Laufen. Es ist nicht schlimm, aber es ist halt tendenziell grenzwertig. Wenn ihr auf den Speicher mal guckt, wenn es ruckelt, dann fällt auch gern mal so ein paar hundert Megabyte Speicherblock aus dem Speicher raus. Der landet dann im Systemspeicher oder halt umgekehrt. Also es wird was reingeladen und ein anderer Teil muss entfernt werden. Aber hier seht ihr halt nochmal eine ein bisschen andere Stadt. Ihr könnt aber auch sehen, dass die Performance hier deutlich höher ist als in den beiden Szenen, die ich euch eben gezeigt habe. Das ist natürlich auch ein Grund, weil da überall Vegetation ist, die immer sehr anspruchsvoll zu rendern ist. Also hier in diesen Wüstengebieten ist es ein bisschen weniger anspruchsvoll. Ich breche das hier mal ab. Also ihr habt es gesehen, ab und zu habt ihr so kleinere Stocker drin. Die sind relativ klein und wahrscheinlich wird es nicht groß stören beim Spielen. Aber wie gesagt, gerade beim längeren Spielen, also ich habe das teilweise tatsächlich auch gemerkt mit 8 GHz-Karten, dass wenn man halt ein paar Minuten spielt, dass da ab und zu mal so ein kleiner Stocker drin ist. Und das geht höchstwahrscheinlich zumindest auf den Speicher zurück. Also jetzt lade ich mal den Spielstand für unsere GPU-Messungen. Und dann nehmen wir quasi einen Klassiker. Wir reiten mit dem Pferd möglichst schnell durch eine relativ komplexe Landschaft, um da hohe Streaming-Last und hohe Grundlast zu sorgen. Also wir reiten hier hoch. Hier sieht man auch übrigens nochmal die schöne volumetrische Beleuchtung, also auch mit Godrays und allem drum und dran. Und halt auch die schöne Verschattung, die wirklich auch sehr hübsch aussieht. Man sieht außerdem sehr wenig Pop-up und wir laufen jetzt lang und hier startet jetzt die Messung ungefähr, also ein paar Meter von dieser Fackel entfernt und dann reiten wir einfach hier durch. Ist manchmal ein bisschen schwierig mit Tastatur, weil das Pferd sich ein bisschen zickig steuern kann, aber es ist ein ziemlich gut reproduzierbarer Benchmark. Zumindest, und das ist ein wichtiger Faktor, weil wir müssen uns jetzt daran erinnern, wir sind jetzt hier wieder in der komplett offenen Welt und hier verändert sich halt auch das Wetter und die Tageszeit. Das heißt, wir können hier ungefähr 3 Runs machen und danach hat sich die Witterung so verändert. Also dieser ganze Morgennebel und sowas, das verschwindet alles so ein bisschen. Und dann steigt die Leistung ein bisschen an. Also wir müssen nach 2, 3 Benchmarks müssen wir das Spiel neu laden und von vorn beginnen. Aber das ist keine große Sache. Wie gesagt, es ist eigentlich ein relativ simpler und einfacher Benchmark. Und auch ein ziemlich anspruchsvoller. Also die 2080 Ti, die kommt hier
auf knapp über 40 FPS in Ultra HD. So, hier wird's wieder losgehen. Und wie ihr sehen könnt, hier hat sich schon ein bisschen das Licht verändert, aber das ist noch im grünen Bereich. Sobald der Nebel halt weg ist, verändert sich die Leistung dramatisch. Oder dramatischer. Ist nicht dramatisch, aber es sind ungefähr 5-10% oder sowas, das es ausmachen kann. Gut, dann würde ich sagen, schaut euch noch ein paar Szenen an oder sowas und schaut nochmal auf die hübsche Grafik. Schaut auch immer auf unsere Screenshots, wir haben ein paar in unserem Artikel und natürlich werden wir da auch unsere Benchmarks in ausführlicher Menge drin haben und auch noch ein bisschen genauer auf die Technik eingehen. Also, wir machen uns jetzt wieder ins Benchen, wir haben noch ein bisschen was zu tun und dann hoffen wir, dass der Artikel dann morgen früh online gehen kann. Also, das wär's von mir, bis dann.